Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2 und in diesem Video schauen wir uns genauer an, was Arrays sind und wie sie in C# genutzt werden. Und dazu lösche ich erstmal den Code, den wir in den vorherigen Videos verwendet haben. Ja, was sind Arrays? Genauso wie in C benutzt man Arrays, um mehrere Werte eines Typs in einer Struktur zu verwalten und dann letztendlich auch bloß über eine Variable anzusprechen. Der Syntax, um Arrays zu initialisieren, ist aber etwas anders als in C. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich erstelle mir hier einen Ganzzahl-Array. Und Arrays sind in C# immer Referenztypen. Das haben wir schon mal kurz angesprochen. Referenztypen muss man üblicherweise mit dem new-Operator initialisieren, weil sie eben auf dem sogenannten Heap landen und die Variable dazu, die auf dem Stack kommt, letztendlich nur die Adresse enthält auf das Objekt im Heap. So, wir sehen hier als erstes, dass dieser Array hier nicht wie in C seine eckigen Klammern beim Bezeichner hat, sondern hier beim Datentyp für die Variable. Ansonsten, ja, es gibt keinen new-Operator explizit in C. Man kann natürlich in C auch ein Array direkt auf dem Stack erstellen. Aber hier wird er eben mit new, den Typen, den eckigen Klammern und der Anzahl, wie groß dieser Array sein soll, angegeben. Dann machen wir einfach mal eine Zuweisung an diesen Array. Dieser Array hat, wie hier angegeben, 3 Stellen. Und genauso wie in C sind auch Arrays in C# nullbasiert. Das heißt, wenn wir 3 Stellen in unserem Array haben, können wir sie mit diesen Indexen 0, 1 und 2 eben ansprechen. Das sind die 3 Stellen. Also wenn wir hier hinter die Variable mit eckigen Klammern die 0 angeben, wie hier zu sehen, dann können wir hier eben an die erste Stelle des Arrays mit Index 0 die 42 schreiben. Und das gleiche mache ich jetzt ebenfalls mit der 1. Da schreibe ich beispielsweise die 17 rein. Und an Stelle 2 schreibe ich eben die 23. Also hier ist der Syntax wiederum gleich wie in C. Wir schreiben den Variablennamen, gefolgt von den Index-Operatoren. Das sind eben diese eckigen Klammern hier. Und innerhalb dieser eckigen Klammern muss ich die Stelle angeben, an der ich die Zuweisung machen will. Und so erstellt man mit diesen 4 Zeilen eben ein Array, der 3 Stellen hat. Und an diesen 3 Stellen steht eben 42, 17 und die 23. Dann gibt es wiederum einen sehr großen Unterschied zu C. Arrays wissen, wie groß sie sind, also wie viele Stellen sie zur Verfügung haben. Das heißt, wenn wir die write-Funktion nutzen und die Größe des Arrays ausgeben wollen, dann können wir hier ganzzahlArray.length angeben. Was passiert hier genau? Der Array, er hat eben nicht bloß die Möglichkeit, dass man über den Indexoperator auf die einzelnen Stellen zugreift, sondern der Array hat auch noch sogenannte andere Klassenmitglieder. Und davon ist eben eines die Größe oder die Länge des Arrays. Und auf Mitglieder eines Objekts greift man zu, indem man den Variablennamen schreibt, dann den Punktoperator und dann eben die Länge. Wir schauen uns in einem späteren Video noch im Detail an, was hier genau eigentlich passiert. Wichtig ist eigentlich bloß zu merken, wenn ich eine Variable habe,
könnte ich mal mit dem Punktoperator versuchen, auf die Mitglieder dieser Variable zuzugreifen. Normalerweise kommt dann eben dieses Pop-up-Fenster. Ihr könnt es auch mal hier machen. Und dann sieht man hier eben die verschiedenen Funktionen und Eigenschaften, die dieses Objekt hergibt. Wir sehen, es ist nicht nur die Länge, sondern es ist auch noch andere Möglichkeiten. Und die Details dazu schauen wir uns später an. Genauso geht das übrigens, wenn wir statische Methoden aufrufen wollen. Das haben wir hier mit dem Punktoperator auch gemacht. Letztendlich zeigt uns der Punktoperator hier in diesem Fall die statischen Methoden an, die eben die Klasse Konsole bietet und die wir hier aufrufen könnten. Das haben wir ja schon in einem vorherigen Video besprochen, dass wir hier eben Console angeben müssen, weil die Write-Funktion nicht in der Klasse Programm definiert ist, sondern die Write-Funktion ist in der Klasse Konsole definiert und deswegen müssen wir deren Name davor schreiben. Genau, der Syntax, um wiederum die Stellen, die wir hier gesetzt haben, von einem Array wieder auslesen zu können, ist genau gleich wie beim Setzen. Das heißt, wenn wir hier die Einträge ausgeben wollen, dann setzen wir einfach wieder die Klammern hinter den Variablennamen, die eckigen Klammern, und sagen die Stelle 0 bitte. Und das gleiche machen wir natürlich mit der Stelle 1 und der Stelle 2 auch. Und in diesem Fall, wenn eben ein Ausdruck erwartet wird, wird mit dieser Syntax der Wert aus dem Array an der Stelle 0 ausgelesen. Wenn ich den Ist-Gleich-Operator verwende, dann wird er eben hier an dieser Stelle zugewiesen. Und im Prinzip verhält sich das auch nicht anders wie eine ganz normale Variable. Die nenne ich jetzt einfach mal i, spaßeshalber. Und wenn ich i eben einen Wert zuweise, dann schreibe ich auch bloß i hin. Und wenn ich ihn auslesen will, weil ich ihn beispielsweise als Argument brauche, schreibe ich auch bloß i hin. Also es ist genau identisch letztendlich mit der Funktionsweise von normalen Variablen. Bloß, dass wir hier eben noch die explizite Stelle beim Array mit angeben müssen. Ja, wir können dann einfach mal durch diesen Code durchdebuggen. Wir erstellen hier den Array. Wir sehen, dass der Array eben ein Referenztyp ist, weil er hier noch den Standardwert Null hat, wie wir sehen. Und wenn wir ihn dann eben hier mit dem New-Operator initialisieren, dann haben wir jetzt eben ein Array mit drei Stellen und wir können jetzt an die Stelle 0, 42, an die Stelle 1, die 17 und die Stelle 2, die 23 zuweisen. Wie gesagt, das Ganze ist nullbasiert. Das heißt, wenn wir n Stellen haben, dann gehen die Stellen jeweils von 0 bis n-1. Ja, und wenn wir dann über den Array mal drüber gehen und sehen wir hier natürlich erstmal, das ist ein Ganzzahl-Array, heißt der Name der Variable. Und anscheinend ist es ein Int-Array, der drei Stellen hat. Und wenn wir hier mal aufklappen, sehen wir sogar diese Stellen. Also hier an Stelle 0, die 42, 1, 17, 23 und so weiter. Genau, hier setzen wir eben den Punktoperator ein, um auf die Länge des Arrays zuzugreifen. Das sehen wir jetzt hier in der Konsole. Wir haben Größe des Arrays Doppelpunkt 3 stehen. Vielleicht noch kurz zur Anmerkung, diese Write-Funktion macht eben nicht wie WriteLine noch einen Zeilenumbruch am Ende, sondern gibt eben bloß diesen String aus und wenn wir danach wieder einen Aufruf mit WriteLine machen, dann wird das letztendlich bloß an die vorherige Zeile angehangen. So, und dann geben wir eben bloß noch Zeilen aus, eben die kompletten Einträge. Hier kommt die 42, 17
und die 23. Und die wurden hier eben auf der Konsole sichtbar ausgegeben. Ja, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Arrays zu initialisieren, nicht bloß mit diesem int3. Also letztendlich ist das ja irgendwie schon eine komplette Initialisierung, nämlich erst haben wir den Array initialisiert und dann auf die unterschiedliche Stellen unterschiedliche Werte geschrieben. Ich kommentiere diesen Syntax mal aus. Das macht man hier oben über diesen Button. Hier wird dann eben angegeben, dass die angegebenen Linien eben mit einem Kommentar ausgestattet werden, sodass sie nicht mehr verfügbar sind letztendlich für den Code. Und andere Möglichkeiten, diesen Array zu initialisieren, zeige ich jetzt einfach mal. Wir schreiben wie gewohnt dieses int, lassen aber hier die eckigen Klammern leer und folgen mit sofort geschweiften Klammern. Und hier schreiben wir dann die Initialwerte dieses Arrays rein. Machen wir es noch ein bisschen besser formatiert. Und das ist im Prinzip genau das gleiche wie diese vier Anweisungen hier oben. Wir initialisieren den Array. Wir müssen hier allerdings die eckige Klammer leer lassen. Ja gut, wir könnten rein theoretisch die 3 reinschreiben, das ist aber nicht notwendig. Der Compiler, wenn er dieses Stück Code liest, formt das eben explizit in genau diese Codeform um und er leitet natürlich dann auch die Größe des Arrays direkt hier aus diesen Angaben, die in den geschweiften Klammern sind, ab. Also wenn wir dieses Stück Code laufen lassen, dann kriegen wir letztendlich genau die gleichen Einträge, wie hier zu sehen ist. Ja, diese Schreibweise kann man sogar noch kürzer schreiben, indem man, also die Literale, die man hier angibt, oder die Werte, es müssen hier keine Literale drinstehen, es können auch ganz normale Variablenwerte sein oder ähnliches. Wir können sogar hier diesen newInt-Ausdruck weglassen, dann funktioniert das Ganze immer noch genauso, wie man sieht. Und wir können sogar hier, das sagt mein Code-Unterstützungstool schon die ganze Zeit, sogar diese New-Angabe weglassen. Also auch das, diese verkürzte Schreibweise ist letztendlich das, was hier rauskommt. Okay, das war jetzt eigentlich das Wichtigste erstmal zu Arrays. Wir haben gesehen, wie wir Arrays initialisieren können mit verschiedenen Syntaxen und wie wir einzelnen Stellen Werte zuweisen und einzelne Stellen wiederum auslesen, wie wir auf die Länge des Arrays zugreifen, das ist auch sehr wichtig. Und dann möchte ich aber auch noch genau eine Anmerkung zu Arrays machen am Ende dieses Videos. Normalerweise werden Arrays sehr, sehr selten in C# eingesetzt. Warum? Das größte Problem von Arrays ist einfach, wenn sie einmal initialisiert sind, kann man ihre Größe nicht mehr ändern. Und wenn wir uns beispielsweise einfach mal die Freundesliste in der Messenger-App, die Sie benutzen, vorstellen oder die Liste an Kontakten in Ihrem E-Mail-Programm, diese Liste verändert sich im Laufe Ihres Lebens in der Größe. Es kommen neue Kontakte hinzu. Wenn man Menschen nicht mehr mag, dann nimmt man Kontakte raus. Oder wenn die Adresse nicht mehr passt, dann löscht man vielleicht einen Kontakt und fügt ihn wieder als neuen Kontakt hinzu. Und das sagt eben, dass diese Listen von Objekten, die man in der objektorientierten Programmierung letztendlich einsetzt,
irgendwie dynamisch in der Größe sein müssten. Also, was weiß ich, ich kann mir nicht pauschal einfach einen Kontakte-Array für 100 Personen erstellen, weil ich nicht weiß, ob mein Nutzer nicht irgendwann vielleicht mal 101 oder 102 Kontakte drin haben würde. Und das würde ja nicht mehr in den Array reinpassen. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Was passiert denn, wenn ich an eine Stelle zuweise, die laut Arraygröße gar nicht möglich ist? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte die 55 an die Stelle 5 des Arrays, der nur 3 Stellen hat, zuweisen. Man sieht hier, der Compiler meckert erstmal nicht. Er kann das eben durch seine statische Überprüfung nicht feststellen, ob dieser Array 3 oder mehr Stellen hat. Allerdings, wenn wir dann zu dieser Codestelle kommen, fliegt eben zur Laufzeit wiederum eine Exception, wie wir hier sehen. Diesmal eben eine Index Out of Range Exception. Der Name ist eigentlich auch schon Programm. Sagt eben, dass der angegebene Index, den wir hier verwendet haben, nicht zur Arraygröße passt. Also es ist nicht möglich wie in C, dass wir sogenannte Overflows erzeugen, indem wir von Arrays Indexe angeben, die eigentlich gar nicht zur Größe des Arrays passen und deswegen in andere Speicherbereiche schreiben. Das ist in C-Sharp nicht möglich. Da fliegt vorher immer eine Exception. Genau. Also die Indexe, wenn wir Arrays nutzen, werden letztendlich zur Laufzeit erst ausgewertet. Und man kriegt dann eine Fehlermeldung, wenn man da einen Fehler eingebaut hat in seinen Code. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, im Normalfall benutzt man sogenannte Collections und Listen, die intern zwar ein Array kapseln, aber den man als Nutzer gar nicht mehr sieht. Ich will einfach bloß mal kurz ein Beispiel machen. Das ist jetzt eben der Typ List of Int. Den nenne ich meine ganze Zeilliste. Auch den muss ich mit new initialisieren. Und ich kann, ähnlich wie bei Arrays, auch hier die Werte innerhalb geschleifter Klammern angeben. Und wenn wir jetzt eben bei der Liste heißt eben die Anzahl der Elemente, die enthalten ist, nicht count, sondern Entschuldigung, nicht length, sondern count. Aber ansonsten ist der Syntax für die Liste gleich. Das heißt, wir können genauso hier mit dem Index-Operator auf die Liste zugreifen und einzelne Elemente rausholen. Und was der Vorteil eben halt von Listen ist, es gibt hier eine Add-Funktion und wenn ich hier eben mehrere Werte hinzufüge, dann ändert sich der Array, der intern von dieser Liste benutzt wird, eben dynamisch in der Größe. Also es wird ein neuer Array erstellt, wenn der alte voll ist. Und der neue Array ist dann eben größer als der alte und die alten Stellen werden kopiert. Aber das schauen wir uns dann auch nochmal genauer im Detail an, wenn wir uns mit Collections beschäftigen. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Unser Ziel dieses Videos war eben, wie kann ich Arrays einsetzen? Wir haben die Index-Schreibweise kennengelernt. Wir haben die Initialisierung kennengelernt. Es gibt verschiedene Arten, Arrays zu initialisieren. Die kürzeste ist offensichtlich die. Und mit der Eigenschaft Length können wir eben die Größe oder die Länge des Arrays sehr einfach bekommen, ohne dass wir das wie in C üblich über eine extra Variable, die wir uns merken, machen müssten. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video schauen wir uns die Kontrollflussstrukturen von C# genauer an. Vielen Dank!